Ja, Herr Kollege, ganz gut und recht. Aber für Autodiebstähle sind nun mal die Kollegen von der Edstraße zuständig. An der Zuständigkeit soll sich ja auch nichts ändern, Herr Schöninger. Wir möchten nur, dass Sie und Ihre Beamten stärker als sonst auf Parkhäuser, Tiefgaragen etc. aufpassen. Ja, das sagt sie so leicht, aber wir kommen ja nicht einmal dazu, alle Tiefgaragen und alle Parkhäuser zu beobachten, geschweige... Aha. Das ist der Kollege Brunner von der Kripo, er ist zuständig... Moment mal. Fühlt sich vielleicht hier irgendjemand zuständig für das Diensttelefon da? Der Kollege Brunner ist zuständig für... Autodiebstähle, ich weiß, das Präsidium hat mich gerade informiert. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Brunner. Also dann, auf Wiedersehen. Ich muss schon sagen, dieser Anruf eben... Der Kollege übernimmt. Dieser Anruf eben, Herr Schöninger, der war kein Ruhmesblatt für uns. Gerade im Bereich der Inspektion 1 häufen sich in letzter Zeit die Beschwerden. Herr Heinrich, können wir nicht in Ihr Büro gehen? Die Kundschaft muss ja nicht holen. Vor einer halben Stunde ungefähr. Mein Neffe hat's gesehen. Sag mal, Helmut, weißt du, dass der Brunner, der jetzt gerade da war, ganz früh einmal bei uns angefangen hat? Nein. Was meinst du, wie der das geschafft hat, dass er zur Grippe gekommen ist? Ich weiß es nicht. Kannst du das nicht denken? Ach, mein Spertl, jetzt habe ich mich drin, nicht wegen verschrimmen. Genau. Durch Aufklärung von Autodiebstählen. Der Brunner hat damals, wie er noch hier war, eine ganze Bande von Autodieben auffliegen lassen. Und was meinst du, wie er das gemacht hat? Jetzt, Bertl, lass mich bitte schön arbeiten. Nein, das muss ich dir jetzt erklären. Pass auf. Da um den Hof rum, verstehst du? Nein, das muss ich dir plastisch erklären. Da schau her. Die Viereck. So, meine Herren. Ja, ja. Für mich wird's Zeit. Herr Moskauer! Sagen wir später, Franz. So geht das nicht weiter. Die Autodiebstähle meiner Inspektion werden von Tag zu Tag mehr. Vor unseren Augen. Und keiner sieht was und keiner hört was. Die Inspektion 1 ist blind. Was scheißt denn der mich so an? Ja, die anderen kommen schon auch noch dran. Heindl, mit dieser Dienstauffassung gehst du am besten gleich in Pension. Was hast denn? Ich hab von dem drum einen Anschluss gekriegt, den gebe ich hier mit weiter. Heute mag ich dich besonders. Haben Sie dich geärgert, gell? Du kennst mich schon sehr gut. Jetzt sag schon, was war denn los? Mag ich jetzt nicht drüber reden. Sag ich dann morgen. Mein Helmut, morgen. Was? Naja, morgen fahr ich doch nach ihm statt zu Hanni. Du weißt, sie kriegt ihr zweites Kind. Ja und? Was sollst da du? Das habe ich dir jetzt schon öfter erklärt. Sie möchte nicht ins Krankenhaus. Und da helfe ich ein bisschen. In 10 Tagen bin ich wieder da. Was? 10 Tage? Ja, oder vielleicht geht es ein bisschen schneller, das weiß ich jetzt nicht. Reden wir überhaupt nur von unserem zweiten Kind. Ja, jederzeit. Da hören wir uns unterschreiben. Ich spüre nicht so auf. Kenntnisnahme einer Dienstanweisung über die Einsparung von Strom in unbenutzten Toilettenräumen. Bitte eine Unterschrift, Plötze. Okay, also, behellige mich doch nicht mit so einem Schmarrn. Es brennt da sowieso kein Licht drin. Ah ja, da fällt mir ein. Ich habe noch ein kleines Fassel Bier bei mir daheim. Für gute Freunde und Kollegen. Was ist, Helmut? Kommst heute Abend zu mir zum Fernsehen? Bist ja sowieso allein. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich sehe da nirgendwas bei einem Fußballabschiedsspiel. Logisch, zeigen Sie das Spiel auf dem ersten. Ja. Ha, bin ich blöd. Ich habe die Zeitschrift von der vorigen Woche. Ah ja, da steht's ja. Fußball-Abschiedsspiel. Also stell dir mal das vor für den betreffenden Spieler. Rein psychologisch, was das für eine Belastung sein muss. Für ihn allein kommen da 80.000, 90.000 Leute. Logisch verdienen da viele nicht. Aber rein psychologisch gesehen muss man sich das vorstellen. Was? Der hat irgendwas gesagt von Kürzung der Ortszulagen. Du, das wäre ja genau das Gleiche, wenn ich alleine am Viktualienmarkt Orchideen oder Blumen oder sowas malen würde. Und die Leute schauen mal zu, rein psychologisch gesehen. Was, wer, wo? Ja, da in der Tagesschau jetzt.
Nein, mein, wo werden die Ortszulagen gekürzt? Bei Beamten? Ja, warte, Schenz, bei Beamten. Wer kriegt denn sonst Ortszulagen außer Beamte? Ja, hat er das nicht gesagt, wer es gekürzt kriegt? Ja, logisch hat er gesagt, aber ich nichts verstanden, wenn du mit deinem psychologischen Schmarrn daherkommst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wenn ich das sag. Okay, überleg doch einmal genau, Helmut. Wir zahlen ja sowieso schon die Spitzenpreise der Großstadt und dann werden auch noch die Ortszulagen gekürzt. Das gibt's doch gar nicht. Es ist ja so schon nicht mehr zu unterzahlen. Machst du ein paar Salzschnackel, hol dir gleich mal. Weniger Geld, keine größere Wohnung, kein Kind. Warum? Du hast ja doch schon eins. Wir hätten ja gerne nur ein zweites Mink. Nein, das wäre direkt unverantwortlich in der Großstadt, eine mehrköpfige Familie machst. Man könnte ja wieder raus aus der Stadt. Tja, wohin denn? Na, aufs Land. Mir persönlich wäre es viel zu ruhig auf dem Land. Schön ruhig. Ohne Stress. Zu ruhig ist auch ein Stress, Helmut. Und bei der Arbeit kann ich Nervenbündel, die auf dir rumtrampeln. Hm. Wenn's niemand mehr zum Streiten hast, ist's auch nix. Hier. Nie wieder Strohwitwer. Die Demonstration. Das darf doch nicht wahr sein. Reden schon wieder. Gut. Friedensengel Isa. Von der Tann, dann ziehen Sie über den Oscar von Millering. Jetzt pass auf. Wenn wir mit zwei Wörtern. Oh, Entschuldigung. Ja, deshalb brauchen Sie nicht entschuldigen, Herr Heinl. Drehen Sie sich mal um. Aber Ihres ungebügelten Hemdes wegen müssen Sie sich entschuldigen. Durch Ihr Äußeres bestimmen Sie nämlich das Bild der Polizei und der Öffentlichkeit mehr, als Sie denken. Ja, Entschuldigung, aber meine Frau ist. Ja, ziehen Sie wenigstens die Jacke an. Ja, kurze Türken! Bügel! Sind wir denn da am Kasernenhof? Oder wo? Ja, du bist auch schlecht gebügelt, aber vielleicht kommt seine Frau nicht anders. Gefranz, jetzt fang nicht du auch noch an. Scheint mir ein bisschen überreizt, der Kollege Heindl. Ja, du magst vielleicht recht haben. Nein, da hast du gar ganz bestimmt recht. Ja, das habe ich eigentlich fast immer. Genau, und drum nehme ich jetzt meinen ausstehenden Urlaub, damit ich nicht noch mehr überreizt werde. Heindl! Licht aus! Wo ist denn der Martin? Der ist hoch. Danke. Servus, Heindl. Landratsamt, Ausnahmegenehmigung. Raus oder rein? 382 zur Durchführung von Transporten an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. Jetzt habe ich meinen Pfeilerbogen vergessen. Ja, da schon her. Oh, Schepperhund. Wie ist der Willi, du? Ja, geht's da nicht. Gut geht's. Und du? Hast Heimweh, ja? Ja, so ähnlich. Okay, ja.
Ja, ja, Sie erledigen das beim Dienstgruppenleiter, ich weiß schon. Ja. Erzähl, wie geht's denn? Oh, geht schon so. Bist du auf der Durchreise oder bleibst du noch? Nein, ich wollte eigentlich schon ein bisschen da bleiben. Ja? Ja, das ist schön. Ich hab nämlich nur Dienst bis um 7. Na, gehen wir auf ein Bier, wenn du magst. Logisch. Ich hab schon Angst, ich hab schon gedacht, jetzt bin ich gekommen. Hoffentlich hat der Martin keinen Markt jetzt. Nein, die Woche nicht. Wohnst du bei mir? Ja, gern, wie das geht. Bist du eben nur solo? Das darfst du glauben. Ich brauch mal Ruhe. Ja. Ist bereits unterwegs. Naja, von einer Viertelstunde. Ja, servus. Das langweilt dich nicht. So ganz ohne Fraule. Nein. Wirklich nicht. Ich hab mein Haus, mein Garten, den Sportverein. Wie soll es mir da langweilig werden? Ja, hast du den Fischweiher noch? Ja, ja. Siehst du, da müsstest du schon seit Wochen raus und nach die Fisch schauen. Polizeiinspektion Holzkirchen? Ja, richtig. Nein, da müssten Sie nun schon zu uns bemühen. Bitteschön. Bei dir geht's ja anscheinend ganz schön zu im Dienst, ne? Ja, halb so schlimm. Weißt du, wie ruhig es auf dem Land ist? Du. Ja. Was hältst du denn davon, wenn ihr mal nach deinen Fisch schaut? Ja, wegen mir. Verstehst du was vom Fischen, alter Stoderer? Ich weiß nicht, aber der hat's ja gerne mal probieren. Sauber. Ja. Der Schlüssel fürs Haus und der da ist für den Geräteschuppen. Ist alles drin, was du brauchst. Danke. Das Moped ist im Keller drunter. Okay. Du, Helmut, kommst du an den Briefkasten vorbei? Ja. Stoß dich nicht. Alter Tempel. Strohwitwer. Woher wissen Sie das? Nee, so heißig. Wo habt ihr denn den hier? Den haben wir aus Berlin fliegen lassen. Kollege, hat der Heindl nicht zufällig gesagt, ob er wegfährt? Nein. Verstehe nicht. Der hat doch Urlaub. Ja, ja, das ist mir bekannt, dass er Urlaub hat. Muskelwart! Ja? Geh halt her. Ja, was ist denn? Sag, hat dir der Heindl wirklich nichts gesagt? Ja, ich hab dir doch schon gesagt, dass er mir nichts gesagt hat. Hat er dir nichts gesagt? Na, mir hat er nichts gesagt, sonst hätte er nicht gefragt. Mir sagt da nie jemand was. Der hat mich völlig missverstanden. Wenn was ist, ich bin später beim alten Wirt. Aber bloß, wenn es pressiert. Sofort meinen Rest Urlaub kriegt, ich weiß nicht, was passiert war. Bei uns auf der Inspektion, da war auf einmal eine Hektik, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jeder hat sich davon anstecken lassen. Da hast du kein gutes Wort mehr gehört. Das ist Stadt, Helmut. Ja, du magst recht haben. Du möchtest mich aufs Land versetzen lassen. Nach Holzkirchen? Ja, wenn es halt Holzkirchen waren, dann hat es mir leichter fallen. Danke, Frau.
Die Ilona, mei, mit der habe ich das im Detail noch gar nicht besprochen. Martin, Telefon! Ja? Moment, komm schon. Moment. Servus. Servus. Ich kenne ihn, er hat mit dem anderen eine Weib gehabt, gell? Aber die, willst du das wissen? Ich habe ein Kind. Ich habe lange mit der Schatten. Die habe ich vor 15 Jahren schon gehört. Du, Helmut, was glaubst du, wo ich jetzt hin muss? Keine Ahnung. Du kennst doch einen Moserbauer. Ist das der Wahnsinnige, oder? Alle paar Monate, meistens bei Vollmond. Da magst du ihm noch das Gesicht zu. Da dreht er durch, sauft wie ein Ochs und schlägt in seinem Zürich alles zusammen. Das meiste kriegt seine Frau und sein Stiefsohn ab. Ja, und da traust du dich jetzt allein aus? Ja, nur. Ich darf da keinem anderen raten, da nicht zu gehen. Du weißt was? Ich fahr den aus. Ja, gut. Ich fahr den aus? Ja. Was machst du denn da draußen überhaupt? Ja, erst sag ich nix. Nachher trinken wir einen und ich lass ihn reden. So, nach ein paar Stunden ist er eingeschlafen. Nein, du brauchst nicht auf mich warten. Das mach ich schon allein. Du, sag einmal, wem gehört denn der Hof da hinten? Der ist vor 2 Jahren so verkauft worden, dann ist er leer gestanden und vor einem halben Jahr sind da Leute aus München gezogen. Also, du, schlaf gut. Martel, ist da ein Dreck neben dem Haus? Ja, warum? Ich pfeif fürs Hoch. Blöder Hund, du. Sag ein Moserbauer, ein schöner Gruß von mir. Ja, ja. Servus. Ah, grüß dich. Wo hast du den schon wieder, gell? Hab ich in Schwabing passiert. Ach, das war ein echtes Satz für mich. Das ist gut. Der hat das Fenster aufgelassen, verstehst du? Schlüsselstecker, ne? Ja. Ja, sag mal, wie schaust denn du aus? Ah, das meinst du? Der Moser, der hat mich nicht gleich kennt. Bist du bis jetzt draußen gewesen bei dem? Ja, ja. Heute war ein bisschen extrem. Aua. Ja, es nutzt ja nichts. Ja, aber nicht so fest. Zweimal, da habe ich schon das Motorrad vom Stiefsohn gestarrt. Und da hat es drin schon wieder gerumst.
Aber was glaubst du mir, dass ich bin? Obacht, pass halt ein bisschen. Ja, es tut mir leid, Martel, aber wenn du denkst, dass du jetzt ins Bett kommst, dann hast du brennt. Weil jetzt geht's nicht mehr erst richtig los. Was? Oder die krank schon? Ja, aber solange wie er meint, wird's nicht dauern, meine. Mach für dich auch, bevor es nass geht. Ja, ist ein bisschen lauer, Reis und Pflaster. Helmut, wenn du mir das in der Apotheke besorgen tätst, da kannst du mir einen großen Fallen. Willst du zu Fuß heimgehen? Nein, nein, ich hab noch was auf der Inspektion zum Erledigen. Kommst nachher dahin. Also, weißt, Martel, eine aufs Auge, vom Hund bissen und nach 24 Stunden Dienst habe ich noch nicht dabei. Na, möchtest du mir gestern erzählen, bei euch auf dem Land geht's zurück zu. Okay. Du möchtest bloß, dass ich mit dir tausche. Aber da geht nix. Alter Schlawiner. Aber Heindl, wenn ich dir sag, der Computer in der Edstraße, der hat alle Autonummern verglichen mit denen, die ihr da in den Bauernhof sichergestellt habt. Nein, es war keine Nummer dabei von einem Fahrzeug, das in München als gestohlen gemeldet worden ist. Na, leider. Aber geht es schmälert doch in keiner Weise euren Erfolg. Also ich gratuliere dir. Na, schade ist trotzdem, dass da keine Verbindungen sind. Also, dann greifst du wieder bei uns an, in der Großstadt. Oder willst du dich versetzen lassen aufs Land, als Dorfgendarm. Geh, das war doch alles nur ein Missverständnis. Heindl, kein Mensch hat dich beleidigen wollen. Wir mengen uns doch. Was sagst du? Was? Versteh dich nicht? Wir mögen uns doch. Ja, ist schon recht, Franz. Ja, ich tritt dann am Montag wieder an. Vierte. Netter Chef.